Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator 22, die 2 vom Bau zusammen mit dem Bodo Bagger. Servus zusammen. Jo. Ich und mein Holz. Ich im Chef sein Döse. Ich und mein Holz. Und genauso schön singen wie du. Ich und der Dose, ich und der Dose. Was für eine Dose? Oh, scheiße. Hör mal. Da hat sich mir eine Laterne mutwillig in meinen Fahrweg gestellt. Ja. Nö, was soll man da jetzt großartig dazu sagen? Ja. Das auch, Mann. So, ich hol jetzt Holz. Ich hab schon Holz hinten drauf. Hast du mächtig Holz vor der Hütte, ja? Boah, ich habe neue Kontaktlinsen, du. Das Lenkrad sieht sowas von scharf aus. Alles neu. Alles neu beim Mittel. Ja. Gestern ein Video gesehen, ja. Da sind welche mit dem Bagger so einen Hügel runtergeslidet. Da habe ich so gedacht, das kann der Bagger nicht sein. Der kriegt das nicht hin. Nee, damit habe ich nichts zu tun. Aber wenn du das gesehen hättest, du, mein lieber Mann. Ja, Baggerfahren macht Spaß, ne? Da war wirklich, war ein Abhang. Er kam also wirklich ganz normal angefahren und hat sich dann gesagt, Mensch, das ist so steil, da kann ich runterschlittern. Hat unten sein Fahrwerk quergestellt und dann ist er da auch runtergeschlittert. Ja, doch recht. Ja, aber ich glaube, ich weiß ja nicht. Ist das gut für die Ketten? Ja, das sind bestimmt Gleisketten gewesen. Ja, weil die Ketten ja nicht in Fahrtrichtung geschoben wurden, sondern quer. Also das mögen sie ja immer ganz besonders gut. Also als wenn du so einen Reifen von der Felge schieben willst, weißt du? Ja. Das kann man nicht vorstellen, dass sowas gut ist, du. Ja doch, da stehen die voll drauf, die Ketten. Oh, ich bin jetzt hier. Okay. Ach, da ist die Baustelle. Ah, an der Rampe. Ja, da muss man... Übrigens Mörtels Café. Mörtel will ich dir hier später mal. Da muss ich mich ja gar nicht anstrengen, wenn das dein Kaffee wird. Doch. Nö. Tja. Dann kann ich ja jetzt gleich die Arbeit einstellen. So, mein Lieblingskran. Ich lade jetzt erstmal das Holz ab. Ne? Was hast du vorhin im Halbschlaf gefaselt? Container? Ja, schon. Ach so, die stehen hier aber schon. Die müssen nur woanders. Ist doch Container-Kaffee, oder? Die stehen hier ja schon. Wo sollen die denn hin? Ja, rostig wie Hulle. Wer billig kauft, kauft zweimal. Könnte ich auf den Mörtel draufsetzen? Der passt auf den Mörtel drauf, mitsamt den Dozer. Auf dem Mörtel, jawohl. Genau, auf dem Mörtel draufstehen. Ey, auf dem Bagger meine ich natürlich. Ich habe mich da mal. Wo sollen die Dinger eigentlich hin? Ja, keine Ahnung. Muss doch du sehen, wo die hinkommen. Jetzt wollen sie Erde verdichten? Ich sehe nur, wo ich sie abholen muss, aber nicht, wo ich die mit den Dingern hin soll. Ja, irgendwie müssen wir die doch transportieren, oder nicht? Spezialteil, die liefern, steht da im Auftrag. Liefere die Elemente auf die vorgesehenen Positionen am Zielort. Ja, schön, wenn ihr den Zielort nicht angebt, soll ich das riechen, wo das jetzt hin soll oder was? Oh. Okay. Bewertung. Also auf der Baustelle jedenfalls nicht. Forschungsgebiet. Ach, ich lade erstmal das Holz an.
Pickup, keine Ahnung. Aber jede Menge. Ja, ich meine, es wäre ja mal nahe nett, wenn die mal einen Ort angeben würden, wo das der Krempel hin soll, oder? Wäre von Vorteil, ja, das wäre von. Soll ich mir das jetzt aussuchen? Weil hier auf die Baustelle gehören die nicht, da müssen sie weg anscheinend. Ja, wahrscheinlich zum Stahlhandeln unterliefern. Ja, wahrscheinlich. Fährst jetzt quer durch die Weltgeschichte, nur weil die dir nicht sagen, wo die Teile hin sollen. Ja, aufladen und dann fahren wir weg, den rostigen Dingen. Ja, am besten ins Meer schmeißen. Das kann ich. Das kriege ich hin. Passen die überhaupt drauf? Ja. Na, warte mal, krieg ich den anderen krieg ich nicht mehr oben drauf, wa? Ich probier das mal. Packen doch einfach drauf, wird schon passen irgendwie. Ja, sofern wenn er stehen bleibt, mache ich das auch. Muss man halt wieder etwas langsamer fahren. Dann brauchen wir am Zielort wahrscheinlich auch einen Kran zum Abladen, wa? Wir haben doch einen Ladekran. Ja, mit dem hier kriegst du die Container nicht runter. Der hier dran ist. Boah. Also das wage ich mal zu bezweifeln, oder? Dass du damit diese Container hochheben kannst. Ausprobieren. Das wird nichts. Da brauchst du nicht ausprobieren. Da kannst du mit dem Mobilkran. Mit dem Groden. Ein Scheiß. Also, wenn die Firma mal pleite ist oder so, ne, oder du keinen Bock mehr auf mich hast, ich werde Ice Road Trucker. Aha. Ja. Oh, dann in Ja. Alaska LKW. Aber ich weiß ja nicht, wenn es ständig unter einem knirscht und knistert und. Wird dann ein Offroad Trucker, werde ich dann. Okay. Also eigentlich kann Meine man ich. keine zwei gleichzeitig fahren, aber. Ich probiere die mal gut aufeinander zu stellen. Wird dann ein Schneerenner oder wie das Ding heißt. Wow. So. Na, also geht doch. Ja, der oberste ist jetzt aber nicht festgebunden, aber ich glaube, das macht nichts, oder? Ja, das darf man nicht viel ausmachen. 580 Meter müssen die nur weiter. Das ist ja gar nicht mal so weit. Ach, weißt du, damals in meiner Ausbildungsfirma sind wir immer so gefahren. Drauf, was drauf geht. Wenn sich der Scheiß durchgebogen hat, dann war das eben so. No. Wieder ein bisschen sachte fahren hier. Er sagte, fahren ist was für Warmdusche. Aber 580. Vollgas um die Ecke und dann gib ihm. 580 Meter, wo soll denn das hin? Stahlhandel. X'ten Mal. Hörst halt auch nicht zu, ne? Wenn man zu dir irgendwas sagt, du hörst halt einfach nicht zu. Was? Fahr den Scheiß zum Stahlhandeln und der. Wohin? Ach, steig einfach aus. Steig einfach aus und lass mich fahren. Nö, ich denk nicht dran. Der obere Container hat schon gezuckt. Schau mir das Spektakel jetzt da an. Wie du den LKW da umschmeißt oder so. Könnte höchstens passieren, dass der Container runterfällt.
man dich überhaupt fahren sieht. Wo ist überhaupt der Stallhandel? Aha. Ah ja, okay. Ja, da unten, wo der Portalkran ist. Falls der das was sagt. Der was? Mir so klar. Das war mir so klar. Portalkran sagt er was, oder? Schon mal Wer? gehört. Portalkran schon mal gehört, ne? Nee. Ne? War mir irgendwie klar. Was ist ein Portal? Ein Portal. Ein Ein Portal. Portalkran. Ja, dem setzen die Angler immer ein, weißt du? Portal. Portalkran, Ja, okay. genau. Ja. Mal gucken, bis jetzt sieht das gut aus. Aber ich glaube, wir brauchen den Mobilkran an der Stelle, wa? Weiß ich noch nicht, wa? Schnapp dir den mal bitte. Und fahr mal damit Ja, ich zum. weiß, wo man ihm. Bist ja echt noch nicht weit. Also, du müsstest. Ja, ich habe Da, keinen da. Bock, dass die Dinger irgendwo im Busch liegen, wo wir sie nicht wieder rauskriegen, weißt du? Ja. Weil der obere ist nicht festgebunden. Der hält nur durch seine Reibungskraft. Der ist eben, als ich rückwärts auf die Baustelle gefahren bin, ist der schon leicht gehüpft. Also er möchte gerne woanders hin als der LKW, weißt du? Immerhin 36 km/h, du. Aber ganz ehrlich, so unsere Transporte nicht, das muss man uns erstmal nachmachen. Ah, das Ganze jetzt im Offroad. Oh, da habe ich so richtig Bock drauf. Was? Oha. Oha. Mensch, jetzt wäre mir fast der Container aufs Fahrerhaus gerutscht. Hoffentlich, dann bin ich nicht los. Geh doch, dann mach doch deinen Matschranner da oder Schneeranner oder. Wenn du hier auf die Baustellen keinen Bock mehr, wenn du keinen Bock mehr zum Arbeiten hast, dann sauf doch ab. Möge das Eis unter dir krachen. Da habe ich so richtig Bock drauf, ey. So. Nägedöns. Ich hasse Schnee. Also ich bin schon mal hier auf dem Werksgelände. Ja, wir fahren ja nur so abenteuerliche Sachen, ne? Aber überleg mal, Ja, selbst wenn ich jetzt. hauptsächlich du für solche Aber selbst wenn abenteuerlichen ich jetzt so Geschichten. langsam fahre, nicht? Wir sind schneller, als würde man zweimal fahren. So, hopp, ich watsche. Dann Wo ist er denn? fahre ich hier jetzt einfach durch und dann kannst du die dann. Ja, perfekt. Da wo ist er? Ja. Ja. Und noch ein Stück. Gut, bleib stehen. Dürfen Ich steig schlangen. mal aus, bevor das Ding wieder Tango tanzt hier. Machen die damit? Neu lackieren, dann dürfen sie wieder mitnehmen oder was? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Innenausbau, ich habe keinen Plan. Ich meine, das heißt doch Container-Kaffee. Warum müssen jetzt die Container dann weg? Das verstehe ich nicht. Ja, schau dir doch die Rostdinger an. Ja, einmal mit der Flex drüber und. Ich will doch keiner, da will doch keiner rein. Ach, wenn man das schön fertig macht, dann geht dann alles so.
da passe ich nicht durch, das wird nichts. Oh, lass den einmal durchstehen. Warum? Was nicht, vielleicht brauchen wir die Container ja gleich nochmal. Ach, dann fahren wir eben nochmal hier hin. Ich fahre jetzt zur Baustelle. Ja, nimmst mich mit. Na, ja, ausnahmsweise. Sehr gnädig. Ey! Was du denn da für einen Fahrradhelm auf? Immer nur den gleichen. Ein Fahrradhelm. Du sollst doch arbeiten und nicht Fahrrad fahren. Ja. So. Ja. So, mal gucken. So. Jetzt müssen wir hier rum. Jetzt ein Power Slide. Komm, da geh. Na, nicht einmal quietschen die Reifen. Oh Mann. Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Seit wann fährt das Ding eigentlich nur noch 55? Bergauf Schäume. Hm. Brauchen wir ja nicht mal bremsen in den Kurven. Ist ja langweilig. Alter, der wird immer langsamer. Ja, aussteigen und schieben. Da ist schon eine Delle im Bodenblech. So weit habe ich das Gaspedal runtergetreten. Junge, keine Kraft drin in dieser. Du bist zu schwer. Was hast du denn zum Frühstück gehabt? Mauam, mauam. Würdest du jetzt hier nicht drin sitzen, wäre ich schneller unterwegs. Darum sage ich ja, soll ja aussteigen und schieben. Du bist ja viel zu schwach zum Schieben. Übrigens, ich habe hier eben irgendwo deine Verwandtschaft am Straßenrand gesehen. Meine Verwandtschaft am Straßenrand? Nee, ja, ja, die standen da so und waren am Grunzen. So muss das, jawohl. So, wenigstens so. Am Ende Spaß. So. Bewährungsgitter. Ja, Bewährungsgitter. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich mies, ne? Da sind die auf Bewährung und man erzählt ihnen nicht, dass sie während ihrer Bewährung eingemauert werden. Ja, und dann kommen sie wieder hinter Gitter, ne? Unglaublich. Unglaublich. Ach ja. Wenn's na schon fertig wäre. Oh. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja. 3 Stunden später. Kannst du so nicht sagen, ne? Na, aber hallo, natürlich kann ich das so sagen. Wahrscheinlich. So, dale. Wahrscheinlich müssen wir wieder betonieren, ja, oder so ein Kram. Ja, natürlich, weil Bewährungsgitter werden immer betoniert. Was will er da denn jetzt hier haben? Paket. Dein Holz. Terrassenelement. Holz. Dein Holz. Da soll das Holz hin. Ah, okay. Ja, müsst das gießen oder holen wir die Pumpe? Oder was machen wir? Wie viel haben wir denn? Ach, hol mal den Pott her. Boah, dann kann ich ja wieder nicht erwarten. Da will man mal erbitten und dann kommen wir wieder. Ja, und dann hol die Pumpe.
Laber dann noch nicht, Mensch. Das dauert ja. Aber für dieses kleine Ding, egal. Was jetzt? Ich will mal sehen, wie du arbeitest. Hol beides. Pumpe und Pott. Hier sind ja zwei Flächen, die betoniert werden müssen. Der Backup. Na, wo ist der Kübel? In der Werkstatt. Ja, da ist ein Loch drin. Ja, eins oben und eins unten. Mit Schieber. Oh, machen Sie mal Platz hier. Ich hab's eilig. Mensch. Immer diese Sonntagsfahrer hier. Weg da. Komm ich. Junge, da sagst du ihm, er soll den Pott mitbringen. Nee, musst du jetzt wieder extra einen Lehrling bringen. Lauf. Decke dürfen wir bestimmt auch noch gießen. Was meinst denn du? Oh, jetzt ist der schon am Gießen. Sauerei. Ja, wieso? Eine zweite Fläche. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Hast noch genug zum Arbeiten. Auf der anderen Seite vom Kran ist nämlich auch noch eine Fläche, die du betonieren kannst. Ehrlich? Ja. Machen Sie Sachen. Ja, also hör auf zu meckern, Mann. Je schneller wir diesen Mist hier fertig haben, desto besser. Dann nur noch Klüngelkram, wo die anderen keinen Bock drauf haben. Ja, zu Recht wahrscheinlich. Noch so ein paar blöde Tanks aufbauen. Aber gut, die guten Aufträge haben wir ja weggefischt. Die lukrativen, die sie nicht erledigen konnten, die haben wir ja sowieso schon. Ja, ja. Nee, also. Das war ja schon mal nicht schlecht, ne? Nee, weil die Stadtrampe haben sie uns ja zu verdanken. Richtig, genau so. Und ohne uns hat's ja keine Raketenwerkstatt geben und Control-Sender. Ja, und dieses und dieser Gemüseladen da mit den 1000 Gewächshäusern. Ja, genau. Das Geodome oder wie das Ding heißt. Ja, genau. So. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt der Feierabend. Das war schon so weit. Ja, ne, nur nicht ganz, aber fast. Na, wir gucken mal. Baustellenbereich räumen. Aha. Oh ja, weil die mit dem Blinklicht reinschauen. Ah, ja, genau, das geht nicht. Blinkerlicht. Mein Gott, sind die Benibel, du. Geh mal Baumaterialien auspacken. Aha. Oh, was kriegen wir denn da? Du, hör mal, da schaut ein linker Blinker, schaut da rein, das geht gar nicht. Weil da sind sie die Baustelle, bla bla bla. Oh. Was? Also Mörtel, das ist dein Job. Hier Terrassenelemente zu verlegen. Ja, der Mobilkran ist ja sowieso nicht hier. Ah, fange ich heute mal noch mit an, so ein bisschen. Ich glaube, bis Feierabend könnte ich das vielleicht sogar noch fertig kriegen, du. Meinst du? Ah, mal gucken. Ja, glaube ich noch nicht dran.
Ansonsten gibt es minimal Überstunden. Yay, bezahl die Überstunden. Oh, du mir, das ist gut. Das ist gut. Was, bezahl die Überstunden? Bezahl die Überstunden sind immer gut. Ja, du bezahlst mir Überstunden, genau. Das finde ich perfekt. Wer ich? Bin ich Chef oder bist du Chef? Das ist mir egal. Du hast gesagt, du zahlst mir Überstunden. Nee, du Chef, du zahlst Überstunden. Mich? Ja. So ist das. Ein Überminutenzuschlag kriege ich. Pro angefangene Minute kriege ich 100 Euro. Ja Mensch, hier haben wir den Boden gleich fertig. Aber wie heißt das? Container-Café oder wie heißt dieses Bauvorhaben? Das soll ein Container-Café werden. Aha. Wir haben doch gerade Container weggebracht. Wie kann das dann Container-Café werden? Ich meine, wir haben sie jetzt weggebracht, wir holen sie später wieder, oder? Granabahn. Spezialteillieferung. Klar. Oder kriegen komplett neue. Na, spezial liefere die Elemente auf die vorgesehene Position am Zielort. Das haben wir ja gemacht. Spezialteillieferung. Haben die bestimmt neue bestellt. Ach. Ja, pünktlich zum Feiern. Guck mal, du. Ha. Oh. Jetzt steht die. Es ist nicht wahr, war die Pumpe. Betonpumpe steht im Baustellenbereich. Ich glaube das ja wohl nicht. Ja. Wie gesagt, nimm deine Stoßstange da raus, du. Dann schau die Stoßstange rein, da wird es gleich beschwert. Aber wenigstens hat es heute noch Geld gegeben. Das war's. Ja, guck mal, jetzt holen wir wieder neue Container. Es ist doch nicht zu glauben. Aber das machen wir in der nächsten Runde. Für heute machen wir mal etwas pünktlicher Feierabend. Schaut beim Imtoxic rein, damit ihr seine Unfähigkeit hautnah beäugen könnt. Was? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Stahlhandel wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Servus.